Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Dirk Kuczynski und ich bin technischer Verkaufsberater. Heute sehen wir uns zur vierten und letzten Runde, in der es um unsere Kundenkreise geht. Heute geht es um unsere Kunden in der Energiewirtschaft und um Anwendungen in der Infrastruktur. Meine beiden Kollegen, Herrn Anton und Herrn Malchus, kennen Sie ja bereits aus den letzten drei Videos. Im Bereich der Energieerzeugung stellen sich oft Mess- und Regelaufgaben zum Umgang mit Flüssigkeiten. Bei der Energieumwandlung, zum Beispiel in Umspannstationen, sowie bei der Energiespeicherung, vor allem in Tanklagern, bestehen häufig Auflagen, den Austritt gefährlicher Flüssigkeiten rasch festzustellen. Neben der Energiewirtschaft und der Wasserwirtschaft existieren auch im Bereich Transport und Verkehr Anwendungen für Sensoren der Sicherheitstechnik. Hierzu bietet Jola spezielle Leckagedetektoren an, die der sogenannten Öl-auf-Wasser-Detektion dienen. In der Energiewirtschaft, zum Beispiel in einem Kraftwerk, werden unsere Tauchsonden TSÖ im Kühlwasserbecken eingesetzt. Im Auffangbecken eines Umspannwerkes wird mit unserer Schwimmelektrode Öl auf Wasser detektiert. Außerdem kann sie in einem Tunnel in einem Regenwasserauffangbecken eingesetzt werden. Die Jola-Produkte decken also vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ab. Sie können beispielsweise in Raffinerien, Tanklagern, Kraftwerken, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerken, Umspannwerken, Trafostationen, Stromaggregaten, Notstromaggregaten, Sammelschächten in Tunneln, Regenrückhaltebecken sowie U-Bahnen eingesetzt werden. Und falls Sie Produktzulassungen benötigen, unter anderem ATEX, sprechen Sie uns gerne an. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist, oder einfach nur Interesse an der Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Bis bald!